Hallihallo liebe Leute, und es geht weiter mit Bomberman 64 Second Attack. Und wir befinden uns auf dem Freizeitparkplaneten Epicure. Und wir betreten jetzt das Happy Land. Mal schauen, was wir hier alles finden. Eine Uhr. Und wir haben es 3 Uhr. Das kann eigentlich nicht sein. Laut meiner Uhr jetzt haben wir es 14 Uhr. Naja, nicht ganz, aber knapp. Look, Bomberman, das ist rein! Maybe it can tell us how we can get on the roller coaster. Pommy, knows we have to fight the gravity generator. But Pommy still thinks it's a good idea to read the same song. Ja, ich glaube, das ist auch eine gute Idee. Und ich glaube, dieser Brunnen kommt mir bekannt vor. Oder irre ich mich da? Diese Katze mit diesen Luftballons hier, ich dachte, die waren friedlich. Aber nein. Oh, Pommy, du hast das Vieh in die falsche Richtung geschlagen. Ey, du hältst aber echt viel aus. Und Bombkick brauche ich eigentlich nicht. So, ich mache erstmal die ganze Katze hier kaputt. Auch wenn Katzen eigentlich sehr nette Tiere sind, aber die hier sind es nicht. Finde ich zumindest. Mais. Mais gehört zu Gemüse. Okay. Einfrieren. Hopsa. Weg, Pommy. Aha. Gut zu wissen. Da komme ich, warte mal, ich lese mal das Schild. Look, here's a guide to the amusement park. First horror house. A hall of horror awaits you behind this steel door. If you are able to survive, you will certainly be rewarded. Second museum. The past beckons to you from beyond the Arch of Victory. If you answer the puzzles of history, you will be rewarded. Third, roller coaster. Oh nee, pull me off. Thrills and excitement await you on this new high-tech coaster. Only those who have been through the halls of horror and the museum may take a ride. Fourth, Castle of Time. Only a master of time and light may enter this castle, the symbol of Epicure. How many puzzles can you solve? How many puzzles can you solve? Good luck! Sonia, Manager Epicure. Ha, ha, ha. Looks like it'll take a lot of work before we can ride the roller coaster. Pommy doesn't like puzzles. They give Pommy a headache. Nicht nur dir, mir auch. Naja, wobei Puzzles, Kopfschmerzen, das geht eigentlich. Ich bin eigentlich ein guter Puzzle, also Puzzlespiele kann ich auf jeden Fall ziemlich gut. Und solche Denkpuzzles, naja. Wenn ich an Lufia 2 zurückdenke, nee, nie wieder. Okay, gehen wir mal rein. Oh, hier ist eine Brücke. Ich habe gerade was ticken gehört. Oh! Oh Gott, diese Brücke ist gemein. Und ich sehe hier Schienen von... Ach, warte, Ja, gut. So. Autsch. Moment. Plan B. Aber ich sehe hier gerade wirklich Schienen für die Achterbahn. Boah. Okay, eins ist weg. Zwei ist nicht weg. Mist. Na, okay. Hallo. Ey, wie gemein ist der? Ich glaube, es geht hier los. So. Okay, komm. Yes. Besiegt. Okay, ich glaube, ich kann hier sogar runter, aber ich probiere es jetzt lieber nicht aus. Ah, nee, später vielleicht. Und das hier, kann man das kaputt machen? Okay, es ist ein Sound. Ich probiere es mal damit. In der Hoffnung, dass es bringt. Ja. Okay, die Tür war aus Stahl, also dachte ich mir schon irgendwie, dass ich diese Bombe benutzen muss. Und wo befinden wir uns jetzt? Oh Gott. Friedhof. Und eine verspuckte Villa. Das erinnert mich sehr stark an Luigi's Mansion. Das Spiel Luigi's Mansion war aber in der Zeit noch nicht in Planung, oder? Ich meine, das Spiel kam wann raus? 96, 97? Keine Ahnung. Luigi's Mansion... Ach, scheiße. Kam ja... Gott, 2000... Ja, auf jeden Fall zum Release... Also 2002, glaube ich. Zum Release des Gamecubes raus, wenn ich mich nicht irre.
kann mich auch täuschen, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ich habe den GameCube auch erst später bekommen. Im Jahre 2003. Moment, das kenne ich glaube ich noch. Ich glaube, wenn ich das hier mache... Aha, kann ich die Scheiben zerdeppern. Mann, wie viel ich noch weiß von diesem Spiel. Yeah, und ich kann rein. Okay. Diese Puppe hier macht mir Angst. Oh Gott, der Boden fällt sogar zusammen. Hilfe, Lolli, Süßigkeit. Autsch. Nein, nein, nein. Nichts da. Wow, 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 wow. Okay, ich muss hier vorsichtig sein. Ach, komm, 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 sehr brav. Ja, ja, ja. Weg bist du. Ein Geist weniger. Das kommt mir aber wirklich vor wie bei Luigi's Mansion. Nur halt mit Bomberman. Ah, eine Flammentür, ja. Wie kriegt man die da oben wohl? Naja. Okay, mache ich erstmal den da hinten noch kaputt. Ich glaube, das soll so eine Art Puppe sein. Sieht zumindest stark danach aus. Und ich weiß nicht, ob wenn ich jetzt hier runterfalle tot bin oder ob da irgendwie noch was unten ist. Ja, sehr toll. Moment, wie ich da hochkomme, weiß ich auch noch. So, zack. Ha, ihr könnt mir gar nichts. So. Okay, gehe ich jetzt erst rechts oder links? Ich würde mal sagen links. So. Zack. Perfekt. Wer hätte gedacht, dass man mit Eis Feuer löschen kann. Moment mal. So. Autsch, okay, das war blöd. Ja. Haben Ausrüstungs-Item und das da unten sieht sehr gefährlich aus. Okay, ich spring da nicht runter. Ach, scheiße. Also ist ja wohl klar, dass ich jetzt nicht da runter in die Stacheln springe. Nein! Okay, ich gehe auch so schon kaputt. Also wäre es im Prinzip egal. Aber ich gebe mir Mühe, dass ich hier jetzt sehr gut durchkomme auf diesem Planeten. Auf jeden Fall ist das irgendwie mein Lieblingsplanet. Aber auch nur, weil es ein Freizeitparkplaneten ist. Ach, verdammt. Ich muss alle Gegner kaputt machen. Ich hätte doch erst die andere Tür nehmen sollen. Wow. Lass mich in Ruhe. Hilfe. Ah. So. Okay, da hast du was zu knabbern. Eine schöne, leckere Bombe. Okay, wie macht man eigentlich... Eieiei. Geister kaputt. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh, oh, oh. Weg hier, weg hier. Oh Gott. Oh Mann. Diese Geister sind schlimm. So, bitteschön. Einer ist weg, einer... lass mich in Ruhe. Nein! Okay, ich bin in meine eigene Bombe reingerannt. Mist, ey. Diese Geister sind blöd. Das steht schon mal fest. Ja. Und das ist auch blöd. Toll, jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal latschen. Okay. Zack. Ja, euch Katzen ignoriere ich jetzt einfach mal... Scheiße. Dass es echt keinen Abschnitt oder so gibt, ey. Das ist mehr als gemein. Und ich frage mich gerade echt, ob es nicht irgendwie Mittel gibt, diese Geister schneller zu besiegen. Warte mal. Elektro, Wind. Nein, nein. Ach, weißt du was? Ich ignoriere jetzt auch diese Geister hier, ey. Tür ist ja offen. Und ab in die Geistervilla. Tür ist auch noch offen. Gut, immerhin etwas. So, gut, dann mache ich jetzt die Gegner hier schnell kalt. Oder die Geister. Ich gehe auf Geisterjagd. Ich mache einen auf Ghostbusters für Arme. Oh je. Okay, jetzt brenzlig. Kann ich hier unten durch? Nein, Mist. Ah. Okay, Pommy, tut mir leid. Aber du hältst sowieso so viel aus, also von daher ist das egal, ob du eine Bombe abkriegst oder nicht. Wenn du jetzt sterben würdest, wäre es was anderes. Nein! Na komm, ja, kaputt. Gut, nur noch diese eine Puppe da drüben. Dann müsste die Tür da oben aufgehen. Eigentlich. So. Jo. Geht auf. Jetzt nur noch Bomben wechseln. Und nach oben schießen. Yay. So. Okay. Feuer. Ach, bräuch nicht. Egal. Was haben wir hier? Hürde! Moment, langsam. Da, 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 da. Okay. Okay. Nein!
Die bringen mich sofort um. Ist das gemein? Okay. Das nächste Mal weiß ich Bescheid, bin ich vorsichtig. Scheiße. Naja, bin ich wieder hier, wo ich am Anfang auch war. Ganz toll. So, Katzen ignorieren. Ach verdammt, Eisbombe, schnell. Nein, lass mich doch in Ruhe. Okay, so. Lass mich rein, schnell. So, schnell an die Geister vorbei. Vorsichtig, wenn es geht, nicht runterfallen. Danke. Na gut, lieber Leute. Das ist mal auch wieder ziemlich scheiße gelaufen. Ich würde sagen, ich mache folgendes. Ich komme hier mit vollen Power-Ups nochmal wieder. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, auf Wiedersehen.